Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir für euch das SWAT-T-Tourniquet. In unseren letzten Tourniquet-Videos haben wir euch eher die militärischen Tourniquets vorgestellt. Das SWAT-T kann natürlich auch militärisch genutzt werden, aber hier würde ich sagen, unter der Einschränkung als zusätzliches Tourniquet, nicht als Ersatz für ein CAT oder für ein SAM-XT. Das liegt einfach daran, dass hier die Anwendung ein bisschen schwieriger ist, wenn man alleine ist, beziehungsweise wenn man an sich selber anwenden muss. Das kann ich gleich mal zeigen. Was ist es denn im Endeffekt? Wir haben hier ein Tourniquet in einer Form wie ein Expanderband, also ein ganz einfaches, breites Gummiband, was natürlich dann einfach unter Spannung angebracht wird. Ihr seht schon hier vom Format her, habt ihr natürlich ein ganzes Stück kürzer, ein ganzes Stück schmäler. Es ist leichter, es kostet auch nicht so viel. Das ist von daher schon mal auf jeden Fall eine coole Sache, gerade auch für den Alltag, für den Jäger oder wenn ihr das in eurem normalen IFAC transportiert oder auch im Auto oder in der Hosentasche, hier an einem Ankle-IFAC. Hier seht ihr, jetzt haben wir einen CAT-Tourniquet drin. Das wäre natürlich mit so einem hier viel diskreter zum täglichen Tragen. Ja. Also das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und von daher finden wir das relativ cool. Zum Öffnen bzw. zum Anwenden müsst ihr hier einmal oben aufreißen. Dann könnt ihr hier das Band rausziehen. Und was man hier jetzt auch ganz schön gemacht hat, das ist wirklich dann auch idiotensicher oder auch stresssicher, sage ich mal. Hier vorne seht ihr einen ganz gestreckten Würfel, also der ist wirklich ganz verzerrt und hier einen normalen Würfel innerhalb dieses Kreises. Wenn ich jetzt das Ganze lang ziehe, seht ihr, das ändert sich, ist genau andersrum. Jetzt ist vorne der gestreckte Würfel der normale Würfel und der andere ist gestreckt. Ja? Und so soll es auch sein, dann habt ihr genau den richtigen Zug. Zur Selbstanwendung ist ein bisschen schwierig jetzt natürlich, weil ihr alleine seid. Da würdet ihr hergehen und würdet quasi das Ganze einmal lang machen, ein Ende in den Mund nehmen. Und dann könnt ihr hier hergehen. Und das Ganze dann so festziehen. Das ist natürlich super suboptimal, wenn man ein Video erklären will und den Mund voll hat. Aber ihr seht schon, man kann auch zwischendurch immer mal absetzen, weil der Gummi relativ gut auf sich selber haftet. Also von auch daher ist es relativ gut möglich, das alleine oder selbstständig an sich selbst anzulegen. Es kann halt nur passieren, dass dann hier auch die Breite nicht komplett genutzt werden kann, weil sich das Ganze ein bisschen faltet. Da muss man wirklich aufpassen. Deswegen sagen wir auch, für sich selbst ist das Tourniquet suboptimal. Geht unter Umständen, aber da wäre hier so ein Tourniquet zu bevorzugen. Aber das ist wirklich was, wo ich sage, das nutze ich an einer fremden Person. Und genau das machen wir jetzt auch mal. So, denn da ist es natürlich ganz einfach. Ich lege das an. Und dann kann ich hier immer schön wickeln und dann habe ich hier natürlich auch die ganze Fläche zur Verfügung. Kann jetzt hier schön strecken. Kann das dann auch sogar ein bisschen breit wickeln oder über Kreuz wickeln, dass man hier das Ganze immer so und so wickelt. Dann bringt man auch noch mal ein bisschen mehr Druck drauf. Ich mache das jetzt mal quick and dirty einmal komplett rum, dass ihr seht, was am Ende passiert. So. Denn wenn ich fertig bin, nehme ich mir einfach hier ein Stück und stopfe das hier drunter. Und damit hält das. Hier muss ich natürlich dann auch nochmal im Vergleich zu dem anderen, weil das kann sich ja theoretisch nicht lösen durch den Knebel. Hier sollte ich ab und zu nochmal kontrollieren, ob alles noch fest ist. Und damit habe ich dann hier das Ganze angewandt. Was habe ich hier noch für Vorteile? Wir haben natürlich hier eine wesentlich schmerzfreie Anlegemöglichkeit. Also gerade wenn man sagt, okay, das ist jetzt hier mit dem ein bisschen unangenehm oder es ist zu schmerzhaft, kann ich hier mit diesem
Tourniquet arbeiten, das ist dann weniger schmerzhaft. Und natürlich, was man auch überhaupt nicht außer Acht lassen darf, sind Tiere und Kinder. Ein normales Tourniquet hat hier eine Auflagefläche, einen Steg quasi, an dem normalerweise dann das Ganze aufgelegt wird. Und wenn der Arm oder auch das Bein vom Hund zu schmal dafür ist, dann kann das Tourniquet nicht richtig arbeiten. Und genau dafür ist dann hier das SWAT perfekt. Was ihr auch mit einem SWAT-Tourniquet machen könnt, ist, ihr könnt es zweckentfremden. Denn es ist ein Multi-Use-Device. Das heißt, ihr könnt damit irgendwas befestigen. Oder, was natürlich auch ganz häufig gemacht wird, ihr habt einen Druckverband und habt eine Verletzung und legt dann da eine Mullbinde auf. Und dann könnt ihr mit dem Tourniquet quasi dann einmal wickeln. Dann habt ihr die Mullbinde, die auf der Wunde direkt sitzt. Und dann hier das Ganze, um den Druck auf die Wunde zu bringen. Also sehr universelles Tourniquet, was unserer Meinung nach in einem IFAK oder in einem Medikit nicht fehlen darf. Das SWAT Tourniquet ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Ergänzung fürs IFAK oder auch für eure Medic-Ausrüstung. Durch die größere Auflagefläche habt ihr weniger Gefahr oder beziehungsweise habt ihr ein weniger schmerzempfindliches Anbringen des TQs und ihr habt natürlich hier auch nochmal die Möglichkeit, es universell bei Tieren, bei Kindern oder auch zu anderen Anwendungen zu nutzen. Das SWAT-Tourniquet bekommt ihr bei Vero, der Link ist unten eingeblendet. Wer hat es bei sich, wer nutzt es? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, Lack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.